Never bury your enemies alive. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie-Modus. Es gibt ein weiteres Easter Egg zu knacken und dafür braucht ihr Semtex. Ganz, ganz wichtig, ihr braucht Semtex. Dann sind wir hier an dieser Kirche. Ihr habt ja auf der Karte genau gesehen, wo das Ganze stattfindet. Das Schöne ist, hier ist auch eine Munitionskiste. Wenn ihr die Semtex versemmelt, dann könnt ihr einfach nochmal wieder auffüllen. Ich glaube, alle Minute ist die Munitionskiste dort an der Seite parat. Ich werde jetzt hier auch den ersten Wurf versemmeln und danach machen wir es nochmal richtig. Denn es ist nicht unbedingt so hundertprozentig, ja, sage ich mal, einfach da oben die Semtex wirklich direkt ins Fenster reinzuwerfen. Man muss ganz genau schauen, wie in das Fenster müssen wir rein. Man muss halt wirklich ganz genau schauen, wie man ja, dahin zielt. Ich zeige euch das jetzt hier. Im ersten Versuch, der ist schon relativ nah dran. Ich versuche hier relativ diese Kante vom Gebäude ins Ziel zu nehmen. Habe noch ein bisschen zu weit links gestanden. War noch ein bisschen zu weit links, wie ihr gesehen habt. Und deswegen kann ich euch gleich hier zeigen, wie ihr die Semtex wieder auffüllt. Das ist nämlich das Schöne, dass wir direkt hier gleich an der Seite nämlich eine Munitionskiste haben, um das Ganze dann wieder auffüllen zu können. Ich denke mal, die hat, soweit ich weiß, einen Cooldown von 60 Sekunden. Bin ich mir aber selber momentan gerade nicht absolut sicher. So, da ist die Kiste. Also Semtex wieder auffüllen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und diesmal machen wir das Ganze richtig. Und das gibt es dann gleich nochmal in Zeitlupe hinterher, dass ihr ganz genau seht, wo ihr euer Fadenkreuz platziert. Damit das Ganze wirklich schön stimmig ist. So. Und dann sitzt das. Hat man sehr gut erkennen können, auch die Explosion. Und jetzt kommen wir nochmal in Zeitlupe, dass ihr das wirklich ganz genau nachmachen könnt und so dann immer zu 100% den Todesdaikiri euch mitnehmen könnt als zusätzlichen Buff, ein weiteres Easter Egg gelöst habt. Und das ist ja immer eine gute Sache. So, jetzt sehen wir es nochmal, wie gesagt, ganz genau schön. Da könnt ihr auch, glaube ich, sehr gut erkennen, wie weit ich links, rechts stehe auf diesem kleinen Stein hier. Ich weiß nicht, ist das wirklich ein Grabstein? Nein, eher ein Geländer oder ähnliches. Und dort kommt die Belohnung. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihm so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.